nicht dreckig, ich hab's gerade gehört. Ich glaube, es ist schon ein bisschen Dreck dran hier vorne an der Linse gerade. Nee. Zeig mal kurz gucken. Ja, ist, glaube ich, echt ein bisschen dreckig. Ist halt jetzt nicht scharf, ne? Ist jetzt nicht scharf, ne? Ist halt ärgerlich. Weil du mit dem Bild bist, oder? Nee, ich glaube, es ist nicht eher an dir. So, Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen aus den, in den, um den, von den... Heiligen Hallen halt. Heiligen Hallen halt, ne? Der Johannes hat sich ja mal eine Woche Urlaub gegönnt und ist jetzt wieder am Start. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Fabian? Das ist schon wieder eine Woche her. Du dich nicht, ne? Ja, wo fange ich an, wo höre ich auf? Ja, es hat sich aber allerdings trotzdem jede Menge getan in den Heiligen Hallen. Der liebe Pascal hat sich unserer Ford Capri Zackspeed-Geschichte hier angenommen und hat hier fleißig weitergebaut, denn heute geht es um den Frontbau oder, sag ich mal, die Anbringung unserer Verkleidungsteile von unserem Ford Capri Zackspeed. Ja, Fabian, ich würde sagen, wir machen das wieder professionell und du übernimmst jetzt hier an dieser Stelle. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Mach's gut, Leute. Ist das scharf? Bisschen, ja. Na, siehste. Da können wir das doch so nehmen, oder? Ja. Ja, Ladies and Gentlemen, wir wollen heute in einem Schnelldurchlauf, ne, ich will gar nicht so weit um den heißen Brei reden, unsere Front montieren am Fahrzeug. Allerdings, wie ihr gerade sehen könnt, haben wir hier noch nichts, wo wir unsere Front irgendwie ansatzweise dran schrauben können, wie jetzt zum Beispiel unser Frontschwert, was jetzt hier so in diese Position würde, sollte, dürfte, müsste. Oder aber unser Kotflügel. Und wie ihr sehen könnt, ist hier leider nichts da, um das jetzt hier irgendwie zu positionieren. Allerdings hat der liebe Pascal hier schon Vollgas gegeben und die erste kleine Sache vorbereitet, um euch jetzt verdeutlichen zu können, wie jetzt der Werdegang mit dieser Front ist, warum wir das bauen, wie wir das bauen und so weiter und so fort. Ja, als allererstes ist wichtig die Position unserer Karosserie. Damit die Karosserie quasi nicht so oder so auf unserem Rahmen sitzt, sondern perfekt gerade, wie wir sie haben müssen, damit die Position unserer Seitenteile hier exakt. Ja, exakt, die ist auch international, ist ja in Ordnung. Damit hier quasi unsere Teile jetzt auch gerade an der Karosserie sind, also quasi hier mit dem Unterboden gerade fluchten und nicht so sitzen oder so sitzen. Deswegen hat der Pascal quasi schon mal unsere Karosserie mit dem Rohrrahmen verbunden an diversen Flanschplatten, wie man jetzt hier sehen kann. Einmal hier vorne in der A-Säule. Zuerst mal Luft holen eigentlich. Oder auch im Heckbereich. Dieser Punkt, dieser Punkt, dieser Punkt. Und dieser Punkt, darauf hat der Pascal natürlich explizit darauf geachtet, dass die Flanschplatten, die an der Karosserie befestigt sind, immer oben drauf sind, damit wir letztendlich auch die Karosserie abnehmen können. Ja, somit ist das Teil positioniert und verschraubt und können dann quasi auch schon anfangen mit der Konstruktion unserer Front, was ziemlich kompliziert war, weil wie gesagt, wir haben ja nirgendwo irgendwelche Anhaltspunkte und müssen jetzt alle Halter und Befestigungen von unserem Hauptrahmen quasi selber bauen. Ja, den Hauptrahmen, den habe ich ja in dem letzten Video oder vorletzten oder vorvorletzten Video nochmal eingekürzt. Der ging ja eigentlich ungefähr bis hier vorne hin. Was wir uns dann aber im Nachgang gedacht haben, dass die Front hier viel zu weit ist. Das heißt, der Böschungswinkel viel zu groß ist, um letztendlich dann irgendwann mal mit auf den Anhänger fahren zu können. Das heißt, unsere Front wäre quasi schon irgendwie in unseren Anhänger Auffahrrampe eingespickt, bevor das Rad überhaupt ansatzweise da hochfährt. Deswegen haben wir das jetzt nochmal nachträglich eingekürzt und machen jetzt quasi unsere Front, die wir jetzt da dran bauen, die das Frontschwert hält, die Kotflügel etc. verschraubbar, damit wir das dann an einem Teil abnehmen können. Ja, vorgegangen sind wir da wie folgt. Wir haben also als allererstes erstmal die Haube positioniert auf dem Rohrrahmen zu unserem Frontblech hier und hatten dann somit schon mal die Position unseres Kotflügels. Das heißt, wir haben dann ungefähr das Spaltmaß in dieser Position, hatten hier eigentlich auch noch diese originalen Haubenöffner, wollten das jetzt aber auf Rennsport bauen. Das heißt, mit so Schnellverschlüssen haben wir jetzt im hinteren Bereich diese Halter hier angebracht, haben das schon mal alles eingestellt und können jetzt perfekt mit unseren Schnellverschlüssen die Haube auflegen und das Ganze dann verriegeln. Wir hätten gern, Fabian, wollen wir das jetzt schon mal drauflegen oder soll ich nochmal weiter erklären? Oder? Das können wir drauflegen. Ja, da wir ja jetzt nur die hinteren Halter von unserer Haube haben, hängt das Ding hier noch ziemlich durch, würde ich fast behaupten, wenn man jetzt mal hier hinten im Bereich guckt. Das funktioniert so noch nicht, da wir ja vorne noch keinerlei Halterung haben. Deswegen habe ich jetzt hier schon mal was vorbereitet, perfekt ausgemessen, was wir jetzt hier unterbauen können. Ja, somit ist jetzt hier die Höhe unserer Haube als auch das Spaltmaß hier perfekt vorgerichtet. Wie gesagt, wir haben auch die Höhe der Haube jetzt schon hier mit diesen Gummischläuchen, die da mitgeliefert werden, perfekt eingestellt und haben jetzt erstens die Flucht von unserer Haube und zweitens auch hier hinten die Höhe. Und somit haben wir jetzt die perfekte Vorrichtung, hier unsere Kotflügel anzupassen. Und jetzt hat der Pascal auch graviurös, wie heißt das?
Ja, mit Sicherheit. Sicherheit nicht so, aber so ähnlich. Perfekt gelöst. Einmal an der hinteren Position hier vorne an unserem Blech hat der Pascal jetzt hier schon mal einen Halter hier angefertigt. Ist original bei dem originalen Zackspeeds, glaube ich, sogar so ähnlich. Und wir haben auch schon mal eine Befestigung hier seitlich am Kotflügel, wie man jetzt hier sehen kann, an diesen zwei Löchern. Ja, haben wir eigentlich auch so gut es geht vom Original Zackspeed mit übernommen. Ist einmal jetzt die Befestigung für unsere Kotflügel und zudem kommt jetzt hier nochmal so ein kleines Racing-Gitter als Luftein- oder Auslass rein. Ja, dann haben wir an den Federdom zusätzlich auch nochmal einen Halter ungefähr in der Mitte angebracht des Kotflügels. Hätten wir uns jetzt hier divers irgendwelche Halter bauen können, aber der Pascal hat es natürlich wieder übertrieben und hat hier einen Halter vor dem Herrn hingeschmiedet, als wenn es so sein sollte. Kann man mal klatschen, Pascal. Ja, somit ist unser Kotflügel quasi im hinteren Bereich perfekt fixiert gewesen. Also wir bauen gleich die Front mal so grob zusammen. Allerdings machen wir jetzt die Haube nochmal schnell runter, Fabian. Denn hier vorne im Frontbereich, wie ihr sehen könnt, hat sich ja immer noch nichts getan. Ne? Wir müssen ja irgendwie unseren Frontspoiler auch noch befestigen, der ungefähr in diese Position kommt. Also die Position nach vorne und hinten haben wir uns jetzt letztendlich von unserem Kotflügel genommen, der dann hier schon fest fixiert und montiert war. Und da ergibt sich natürlich dann hier die Position unseres Frontschwerts. Ja, und wie man das Frontschwert befestigt, das zeige ich euch jetzt, denn der Fabian mir hier geholfen hat, die Haube nochmal abzunehmen. Ja, der Fabian kann euch ja mal schnell ein Bild einblenden, wie das quasi beim originalen Zackspeed aussieht. Hier vorne so ein kleines zusätzliches Gerüst ist da gebaut worden, was einerseits hier vorne den Lampenschirm und den ganzen Kram hält und auch noch diverse Halter dann weggehen seitlich, um unsere Kotflügel zu befestigen, Frontspoiler etc. Und der liebe Pascal hat hier auch schon einen wunderschönen Formel 1 Frontspoiler gebaut. War's ein Gerät, oder? Ist jetzt quasi an vier Punkten befestigt. Einmal hier rechts, links, einmal hier unten rechts, links. Und somit können wir dann sozusagen unsere komplette Front in einem Teil einmal abnehmen, können wunderbar auf dem Anhänger drauf fahren und das Teil dann wieder dran stecken. Anna war jetzt im Überlegen, ob wir die Kotflügel und die Seitenteile zu einem Teil laminieren und dann die komplette Front mit Kotflügeln einmal runternehmen. Allerdings müssten wir uns dann nochmal ein Untergerüst bauen, was quasi den Kotflügel so zum Frontspoiler hält. Da werden hier doch schon ganz schöne Kräfte walten. Deswegen, weil die Kollegen aus England das hier so ziemlich unschön und ungerade auseinandergesägt haben, werden wir uns das jetzt erstmal alles am Fahrzeug positionieren, anbauen, nochmal zusammen laminieren und dann einen geraden Schnitt hier setzen, um das dann wirklich schön voneinander trennen zu können. Und ich denke mal, dass wir dann in den Kotflügel nochmal ein dünnes, schmales Blech einlaminieren werden, um dann quasi unseren Frontspoiler hier schön verschrauben zu können. Ja, zurück zu unserem Halter. Wie eben schon erwähnt, vier Schrauben kommen da rein und dann ist das Ding da schon fixiert. Und? Sieht das schon mal abgefahren aus, oder was? Ja? Sieht abgefahren aus, ja. Also ich war echt zwischenzeitlich schon am Überlegen, ob wir hier unsere Ford Capri Zackspeed Action überhaupt dran bauen oder ob wir jetzt hier ein eigenes Formel 1 Auto bauen, weil das ist ja schon, ne? Ja, das ist live anders. Live ist es anders, meinst du? Das sieht schon echt abgespaced aus, wie das Ding jetzt hier steht. Ja, wie gesagt, mega easy. Hier die vier Schrauben, dann haben wir den kompletten Vorderbau. In einem Teil können wir den runterbauen. Ja, da würde ich sagen, stecken wir mal das Teil grob zusammen hier vorne, damit die Kollegen mal sehen können, welche Ausmaße das hier annimmt. Wir haben jetzt hier das Aggregat mal so grob zusammengesteckt. Also nicht erschrecken, ne? Das ist hier alles noch nicht ansatzweise da, wo es hin soll. Also die Spaltmaß, Kotflügel, Motorhaube. Das passt zwar jetzt hier einigermaßen rechts wie links, aber jetzt könnt ihr auch schon mal sehen, allein hier der Kotflügel, was der hier allein für Wellen und Kurven schmeißt. Also das muss dann wirklich alles filigran nochmal nachgespachtelt werden, um hier halt wirklich perfekte Spaltmaße zu kriegen. Ich weiß, es war bei so einem Rennwagen wieder überflüssig, aber ne? Das Auge ist ja mit, das soll schon alles seine Richtigkeit haben. Auch hier der Frontspoiler an unserem Kotflügel, wie ihr jetzt hier sehen könnt. Das passt hier alles noch nicht so wirklich erste Sahne. Wir haben jetzt auch extra hier einen Spalt gelassen, weil wenn man das jetzt
perfekt angelegt hätten, würde das überhaupt nicht mehr mit unserer Fahrzeugkontur hier unten fluchten, sondern der Frontspoiler würde übelst nach unten gucken. Wir haben auch schon mal bei dem engländischen Kollegen, der das Teil auch schon mal nachgebaut hat, geschaut. Der hat dann quasi auch noch so eine Art Dreieck hier wieder einlaminiert. Ja, das wäre dann sozusagen der nächste Step, das hier alles harmonisch miteinander zu verbinden und einzustellen. Das heißt, wir müssen das hier nochmal grob alles rausfräsen, das miteinander laminieren, so wie es halt wirklich stehen muss und dann hier erstmal einen perfekten geraden Schnitt zu setzen, um das Ding dann wirklich harmonisch und schön aneinander setzen zu können, damit das alles schön passt. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, ist das schon ein ganz schöner Propper, ne, wenn man da davor steht. Wirst du das überhaupt auf dem Eimer drauf, wenn du da so nah dran stehst? Also ich hab's gerade drauf, aber das sei dem Objektiv geschuldet, ne, dass das überhaupt möglich ist. Mich das nicht. Nee. Das habe ich mal draufgelegt. Ich glaube, das Ding ist so breit, wie ich hoch bin. Das Ding ist 1,90 breit vorne. 1,90 breit vorne. Dann ist das Ding breiter, wie ich hoch bin vorne. Oder 1,85 und hinten 1,95 oder sowas. Ja, 1,88. 1,88. Alter, schon ganz schöner Propper. Das wird dann irgendwann ein bisschen eng werden hier auf unserem Anhänger, würde ich sagen. Mal ja, Haube nochmal. Genau, die Haube nochmal abmachen. So, jetzt könnt ihr hier vorne nochmal schön unsere Befestigungspunkte von innen sehen. Einmal hier der äußere Punkt, der jetzt quasi unseren Frontspoiler mit dem Kotflügel verbindet. Wir waren sogar erst mit den Querstreben hier vorne in dem Bereich. Allerdings haben wir dann ziemlich schnell gemerkt, dass wahrscheinlich dann hier unser Vorderrad beim Einlenken im Weg ist. Dass das dann ein bisschen eng wird. Deswegen haben wir das Ganze nochmal ein bisschen nach vorne gesetzt. Aber das Ganze ist jetzt, wie gesagt, hier auf 3 Streben gestützt. Also das ist wirklich sehr stabil und hält astrein. Ja, der nächste Step wird dann wirklich sein, hier vorne einmal die Position der Haube, den Halter für die Haube zu bauen. Der wiederum flanscht aber hier wahrscheinlich auf unsere Lampenfassung auf. Also du kannst ja nochmal schnell ein Bild von dem Original Zugspeed einblenden. Wir haben hier wirklich einfach so viereckige Eisenkästen angefertigt. Da ist einmal hier im äußeren Bereich, ist dann der äußere Scheinwerfer befestigt und im inneren Bereich einen Luftansaugtrichter für die Bremsenkühlung. Also es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man das Teil bauen kann. Es gibt ja wirklich viele gesehen. Die haben 4 Scheinwerfer, dann gibt es aber welche, die haben wirklich hier so eine Lufteinlass. Und der Lufteinlass, das sieht halt 10-mal geiler aus, Fabian, oder? Mhm. Ja, da müssen wir die Kästen bauen für die Scheinwerfer. Noch ein paar Halterungen für unseren Grill in der Mitte. Gehen wir davon aus, dass wir quasi die Scheinwerferkästen als auch der Steg, der unter dem Grill langläuft, alles aus einem Blechteil bauen werden. Befestigen werden wir das Ganze dann eine Art Halterung, was wir dann hier nochmal ansetzen werden und einem Flacheisen, was dann von hier nach rechts und links wandert, wo wir hier unseren Frontspoiler perfekt anschrauben können. Somit können wir dann hier unseren Kasten aufflanschen und von dem Kasten machen wir dann nochmal eine Strebe weg, wo wir dann hier die vordere Befestigung für unsere Haube positionieren werden. Das sagt sich immer alles so schön dahin, aber es muss halt wirklich alles selber hier konstruiert, durchdacht und gebaut werden. Und statisch muss das Teil natürlich auch funktionieren, dass da hier nicht alles umherwabelt. Also da fließt schon ganz schön Hirnschmalz hier rein, hier in unser kleines Ford Capri Zugspeed Projekt. Ja, aber wir wollten euch ja nur mal kurz updaten, wie Stand der Dinge mit unserer Front ist. Nicht, dass das dann plötzlich wieder alles hier passiert ist und ihr euch dann wieder beschwert. Das habt ihr ja gar nicht gezeigt. Ja, so viel dazu. Es hat uns wieder sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Beim nächsten Mal werden wir dann weitermachen mit unserer Adaptierung von unserem Schaltgetriebe von BMW auf unseren LS1 Corvette Motor. Wir liegen schon diverse Wochen. Wird sehr interessant, liebe Freunde. Also dann, wie immer nicht vergessen, das Glöckchen zu aktivieren, zu abonnieren und eurem Nachbarn Bescheid zu sagen, dass er auch mal reinschauen soll. Ciao, bis zum nächsten Mal.